Wir waren alle sehr heiß, wollten unbedingt den Titel. Und ja, jetzt haben wir 1-0 gewonnen und es geht jetzt am nächsten Monat weiter. Wir wussten, wir müssen diese Leidenschaft reinbringen. Dieses 1-0 mit allem, was wir haben, verteidigen, und das haben wir geschafft und deswegen sind wir jetzt Meister. Ich würde es erstmal ganz gerne genießen. Die Tabelle wurde lange genug auf der Anzeigetafel angezeigt. Da kann man dann schon mal gerne drauf gucken und dann schauen, was in der Kabine gleich los ist. Gratulation zum Meistertitel. Du warst ja am Ende sogar mit beteiligt gewesen heute als Einwechsler. Was war das für ein Gefühl, in so eine Mannschaft zu kommen, die gerade alles dran gesetzt hat, um hier und heute das Ding perfekt zu machen? Ja, war ein schönes Gefühl. Wir freuen uns sehr. Aber es geht natürlich weiter jetzt in der Quali gegen die aus Bayern. Und da müssen wir nochmal alle richtig Gas geben, 120%. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die zwei Spiele dann auch gewinnen werden. Es war gerade in der Finalrunde jetzt dieser Meisterschaft mit Erfurt und heute Babelsberg, war nicht ganz einfach. Ich glaube, Mannschaften auch auf Augenhöhe, die ihr dann aber doch kurz und knapp bezwungen habt und da einen Punkt geholt hat, also schon die Meisterschaft dann frühzeitig für euch entschieden habt, unabhängig mal von den Erfurter Ergebnissen. Ja, also wir haben auch gar nicht auf Erfurt geguckt, die haben heute auf uns geguckt. Wir wussten, wir werden das Spiel gewinnen. Wir waren alle sehr heiß, wollten unbedingt den Titel. Und ja, jetzt haben wir 1-0 gewonnen und es geht jetzt am nächsten Monat weiter. Kapitän Axel Bockmann, Gratulation zum Meistertitel. Ihr habt heute nochmal ein sehr spannendes Spiel geliefert mit einem sehr knappen Ausgang. Warst du an irgendeiner Stelle mal besorgt, dass das heute dann doch nicht reichen könnte? Nee, also wir haben halt im Spiel gemerkt, dass es hier nicht so einfach ist, aber das war uns halt vorher auch bewusst. Das ist ja das, was ich schon letzte Woche gesagt habe. Die Erwartung ist halt ganz klar, dass du jedes Spiel so gewinnst, aber die Konstellation ist natürlich auch besonders auch für uns Spieler und ich glaube, Babelsberg hat auch die letzten Wochen und Monate sehr, sehr gut gespielt und ich glaube, kaum Niederlagen gehabt und deswegen wussten wir, dass uns ein starker Gegner erwartet und genau diesen Gegner haben wir auch bekommen und ja, das hat dazu beigetragen, dass wir da natürlich zu kämpfen hatten, aber wir wussten, wir müssen diese Leidenschaft reinbringen, dieses 1-0 mit allem, was wir haben, verteidigen und das haben wir geschafft und deswegen sind wir jetzt Meister und sehr, sehr glücklich. Du bist schon ein paar Jahre hier. Ist das heute höher einzuschätzen, dieser Meistertitel, als der ein oder andere Landespokalsieg? Ja, definitiv. Also ich will den Landespokalsieg nicht schmälern, den wollen wir auch in 2 Wochen erreichen. Aber wir haben jetzt 4 Jahre versucht, diesen Titel zu holen. Und ich glaube, ich durfte auch in den letzten 4 Jahren erfahren, wie anspruchsvoll, wie schwer diese Liga ist, diesen Titel zu holen, weil es einfach viele Mannschaften sind, die auf sehr hohem Niveau spielen und deswegen ist dieser Titel jetzt nicht selbstverständlich und es ist eine Riesenfreude, Meister zu sein. Und, Schaust du heute schon auf die Qualifikationsrunde mit dem Bayernmeister? Nee, definitiv nicht. Heute feiere ich mit den Jungs, dass wir Meister geworden sind. Ich glaube, das muss man dann auch feiern, da fällt ein Stück weit was ab. Das haben wir uns ein Jahr lang erarbeitet und dann haben wir ja noch genug Zeit, uns auf diese 3 besonderen Spiele vorzubereiten. Der Trainer im Kreis schon gesagt, wie lange gefeiert wird, wie viele Tage es frei gibt? Nee, aber es hat in dem Moment auch niemanden interessiert. Ich denke mal, das wird er nachher sagen, aber erstmal werden wir feiern, das Trainerteam wird auch feiern und ja, alles Weitere wird man dann sehen. Diesmal ohne Torbahn, so hat es jedenfalls begonnen. Hat dich das sehr behindert heute mit dieser Einschränkung, was den Gesichtsbereich betrifft? Behindert nicht, aber es tat halt echt weh. Aber behindert hat es mich nicht. Es gab dann auch einen Crash, wo du auch wieder gepflegt werden musstest. Hast du da Sorge gehabt, es geht nicht weiter? Nee, Sorge nicht. Es war halt eine andere Stelle. Es ist halt ein Stück vom Zahn abgebrochen. Da nimmt man dann schon einiges mit in den letzten Spielen. Aber dadurch, dass es nicht so wehgetan hat, stand es da nicht zur Debatte. Viel wichtiger war, glaube ich, das heutige Spiel mit dem Ergebnis, was euch die Goldmedaille beschert hat. War es so, dass das doch, weil die Bedeutung eine ganz, ganz große war, ein besonderes Spiel war und ihr euch extremer noch als sonst haben müsstet vorbereiten? Ja, extremer vorbereitet haben wir uns nicht. Also wir wussten, dass wir 2 Matchbälle haben. Aber dennoch wussten wir, dass eine sehr, sehr gute Mannschaft auf uns wartet, die uns diesen Tag halt auch ermöglicht hat, ne? Müssen wir auch ehrlicherweise sagen. Aber wir wussten natürlich auch, dass wir hier ganz große Sachen erreichen können heute. Aber man hat auch gemerkt, dass wir schon auch gut auf dem Zahnfleisch laufen. Das darf aber nicht sein, denn da kommen ja noch 3 wichtige Spiele. Zunächst aber eins, was schon fast einen Freundschaftsspielcharakter trägt in Leipzig. Seht ihr das auch so oder wollt ihr da auch noch mal alles reinhauen, um euch zu beweisen, wir sind würdiger Meister? Erstmal ist es, glaube ich, normal, dass man so kurz vor Saisonschluss und wenn man so einen Druck hat das ganze Jahr über, dass man da
ein bisschen platt ist. Ich glaube, dass eine sehr, sehr große Last heute abgefallen ist. Bei allen, sowohl Spieler als auch Staff. Vielleicht Fans sogar auch. So ehrlich sind wir dann auch. Wissen wir auch, haben wir auch gemerkt, die Spieler, aber umso schöner ist es. Und ja, Chemie weiß ich jetzt noch nicht. Ich würde es erstmal ganz gerne genießen. Die Tabelle wurde lange genug auf der Anzeigetafel angezeigt. Da kann man dann schon mal gerne drauf gucken und dann schauen, was in der Kabine gleich los ist. Ich habe schon die anderen gefragt, was wird denn, wie wird denn gefeiert? Keiner wollte so richtig raus mit der Sprache. Ja, weil wir uns jetzt noch nicht so vorbereitet haben. Ne? Also es ist immer ein bisschen Karma dahinter, wenn man vorher plant und das noch nicht schafft. Bisschen treiben lassen, den Chaoten zuschauen, was sie dann machen. Und ich glaube, nach so einem Event findet sich schon was Schönes. Ist das ein Feierbiest? Werden wir sehen.